Moin moin Leute, was geht? Hier ist der Big MD vom Rollstuhl und ich wollte heute zwei Themen ansprechen, oder naja, die Themen sind so ein bisschen miteinander verknüpft. Denn es geht beides um Titanfall. Das Spiel seht ihr hier auch im Hintergrund, von mir spielt auf der Map, wer ist sie? Angel City, einer meiner Lieblingsmaps, muss ich sagen. Aber komme ich gleich mal zur Sache. Und zwar habe ich ja, zwei Themen vorbereitet. Einmal über die Bots in Titanfall und dann Competitive Titanfall. Ja, hatte ich und Chris schon mal einen Commentary gemacht oder es angesprochen. Und ja, das wollte ich dann nochmal ein bisschen ausführen. Aber erstmal komme ich zu den Bots. Denn ich höre immer wieder in Commentaries oder Live-Commentaries, dass sich Leute über die Bots in Titanfall aufregen, dass sie ihnen zu schlecht sind, unnötig sind, ja, einfach nerven, dumm rumstehen, überflüssig sind. Und ich wollte heute euch mal erklären, warum Respawn Entertainment diese Bots im Spiel mit integriert haben. Und das haben sie gemacht, um einen Spielfluss zu erhalten. Denn jetzt stellt euch mal vor, die ganze, oder es ist ja immer 6 gegen 6 und dann keine Ahnung, nach 2-3 Minuten bekommen ja schon alle ihre Titans. Das heißt, von jeder Mannschaft sind zwei, drei oder noch mehr Titans auf dem Spielfeld. Das heißt, es sind dann nur drei Pilots oder drei gegnerische Pilots, die auf dem Spielfeld rumlaufen. Und man will die ja eigentlich killen. Nur die Spielfelder sind ja ziemlich groß. Und ja, das liegt halt daran, dass halt die Titans ziemlich viel Auslauf brauchen. Wenn man jetzt so solche Maps so groß machen würde wie in Call of Duty, dann würde das Spiel gar keinen Sinn machen. Und halt, wenn man jetzt 6 gegen 6 hat, ohne Bots, und 4 davon sind im Titan, und man spielt als, sagen wir, 2 oder 3 von den Gegnern sind im Titan, dann sind nur noch 3 oder 4 Leute. Drei oder vier gegnerische Pilots auf dem Spielfeld. Und da diese Maps so groß sind, kann man die auch sehr, sehr schwer dann halt finden. Und dann läuft man rum und dann findet man die nicht. Das ist so, wenn ich mal Call of Duty gespielt habe und die ganzen Leute sind aus der Lobby rausgequittet oder rausgegangen und dann spielt ihr noch, nur noch gegen zwei, drei Leute. Selbst bei Call of Duty auf den kleineren Maps, da findet man die ja nicht mehr. Und um halt so einen Spielfluss zu erhalten, um das Spiel nicht langweiliger zu machen, gibt es dann halt die Bots, die man dann halt killen kann. Die bringen halt nicht viel, also, naja, paar Punkte halt jetzt, aber ja, eigentlich stehen die nur drum rum. Und ja, also ich finde es nicht schlecht, dass sie das gemacht haben. Also ich, wie gesagt, das erhält den Spielfluss. Und ja, der Grund, warum sich jetzt so viele darüber aufregen, ist, glaube ich, der Grund, dass viele es nicht gewohnt sind, gegen Bots und gegen echte Menschen zu spielen, weil man hat halt entweder nur Bots, keine Ahnung, jetzt in Borderlands spielt man ja eigentlich nur gegen Computergegner, oder man spielt halt nur gegen andere Leute, also Player versus Player. Und in Titanfall haben die das halt gemischt und ja, jetzt kommt es halt nicht so gut an. Ich finde, ich habe damit kein Problem. Und ich würde das halt auch gut finden, halt wenn man jetzt sagen könnte, man lässt die Bots einfach weg und nimmt dafür mehr Spieler, dann hat man irgendwann von jedem Team 10, von jedem Team ja 5, 6 Titans auf dem Spielfeld und dann ist es einfach nur noch ein Titan-Gebäsche und
Ich finde das schon so viel, wenn jetzt so 2 gegen 2 Titans ist oder so. Also ich finde das schon krass. Und ja, wenn jetzt ein 9 gegen 9 Spielmodus oder 12 gegen 12 Spielmodus reinkommen würde, würde ich das halt sehr begrüßen, weil ich allgemein finde, dass es sehr wenig Spielmodi gibt. Aber ich finde dann auch, dass entweder die Titans gar nicht zu bekommen sollen oder halt sehr schwer, weil normalerweise bekommt man die ja echt schon seit nach 2, 3 Minuten und da müsste dann die Zeit halt ein bisschen verlängert werden. Und ja, das wäre halt jetzt, glaube ich, alles, was ich dazu sagen wollte. Und dann komme ich noch mal kurz zu ja, Competitive Titanfall. Und zwar der Lone Wolf, die Konis hatte vor einer Woche oder so ein Video-Antwort auf unser Video gemacht, das wir auf dem Clan-Channel hochgeladen haben, in dem Chris und ich über Competitive Titanfall reden. Oder ja, Titanfall vergleichen mit Call of Duty. Und dabei sind wir halt natürlich auch auf den Competitive-Aspekt gestoßen. Und das war halt bevor das Spiel rausgekommen ist und jetzt hab ich es halt ein bisschen gespielt. Und jetzt kann ich da ein bisschen mehr zu sagen. Und zwar, Lone Wolf Deaconess hatte ja gesagt, dass er das Spiel besser findet als jetzt Call of Duty Competitive. Wenn ich das richtig verstanden habe. Aber ich würde dem nicht unbedingt zustimmen, denn halt das vom Gameplay her auf jeden Fall, also und vom, ja, vom Spiel her. Und ich glaube auch, das wäre halt total geil anzusehen. So zwei richtig professionelle Teams, die gegeneinander spielen. Das wäre ja richtig geil anzusehen. Und vom Gameplay, die Wall Jumps oder Wall Runs und mit den Titans. Also ich glaube, in dem Spiel ist ja teilweise noch mehr Taktik als in Call of Duty verbunden. Oder ja. Und deshalb glaube ich auch, dass halt vom Gameplay her wäre das schon sehr interessant, das Spiel zu sehen. Nur es fehlen halt ein paar Sachen im Spiel. Dazu erstmal fehlen ja Competitive Spielmodi. Der einzige wäre jetzt Hardpoint. Und sonst hat man ja eigentlich nur so Team Deathmatch-mäßige Spiele. Jetzt halt Last Titan Standing ist halt, ja, der ist halt gar nicht competitive oder naja. Und halt, ja, hier ist die andere Materialschlacht, ist genauso wie, wer ist das andere? Pilotenschlacht oder so? Pilotenjagd? Keine Ahnung. Aber die beiden Spielmodi sind ja im Prinzip das gleiche. Und ja, ich glaube, wenn das Spiel competitive durchgeführt wird, dann würde ich sagen, dass da halt noch ein paar Spielmodi fehlen. Das heißt, da muss was Neues rein. Ach so, ja, Capture the Flag habe ich nicht vergessen. Deshalb, ja, von Call of Duty kennt man das ja. Das ist auch sehr competitive. Das heißt, so ein, zwei Spielmodi würden da noch recht gut reinpassen, finde ich. Und ja, des Weiteren wird das Spiel halt gar nicht unterstützt von Respawn oder EA, was auch verständlich ist, weil die haben das Spiel gerade rausgebracht und dann kann man nicht gleich erwarten, dass es halt so ja competitive wird oder dass ja, dass halt eine ganze Community sich darum bildet, gleich von Beginn an. Das Spiel wurde ja gerade erst vor 2 Wochen auf den Markt gebracht und ja, deshalb gibt es auch keinen Private Match-Modus, was ich allerdings ein bisschen schade finde. Und ja, kein LAN-Modus oder kein Codcaster-Modus. Ja, das muss halt alles extra von Respawn unterstützt werden und da muss sich dann halt auch die Community drum bilden. Wie gesagt, ich würde das unterstützen. Ich fände Competitive Titanfall extrem geil. Auch vom Zuschauen her, also das Spiel ist ja echt extrem schnell da.
da wird man ja ständig unterhalten und die Codcaster können alles Mögliche kommentieren und ja, irgendwelche Taktiken. Also man kann, es gibt viel mehr Taktiken, finde ich, als in Call of Duty. Also jetzt vom Spiel her, von den Objective her ist es ja so ziemlich gleich. Es sind ja zwei gleiche Spielmodi, einmal Capture the Flag und Herrschaft. Und ja, was gibt es noch zu sagen? Ja, ich glaube, das war's dann jetzt auch. Wie gesagt, ich verstehe das total, dass das Competitive Titanfall nicht unterstützt wird. Ich würde, ja. Achso, ich gebe nochmal einen Shoutout zu Lone Wolf Deaconess. Guckt seinen Kanal an, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Macht auch coole Videos. Und das war's dann auch von mir. Bis dann. Ciao.